Moin Leute, da sind wir mit der nächsten Folge hier von Diablo 2 Resurrected. Resurrected. Wir sollen den komischen Baum finden und seine Rinde pflücken. Und ja, da sind wir bei. Ne? Wir wollen also am Ende Deckard Cain befreien aus den Lümmeln der Lümmel. Ja, ich will ihn jetzt eigentlich aufheben, aber warte. Identification nehmen wir mit, Beschützer nehmen wir mit, alles nehmen wir mit. Und dann gibt es hier den schimmligen Folien. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. What? Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde. Doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Ja, moin. So, findet den Turm im Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Das ist schon unsere nächste Quest. Die Gräfin werden wir auch kennenlernen, glaube ich. Meine ich mich zu erinnern, dass es tatsächlich so eine Gräfin gab. Die man da irgendwie killen musste. So. Ist jetzt nicht so dolle. Brauchen wir nicht, ne? Huch. Das war gut. Oh, hier ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Ah, da ist noch eine Truhe. Guck mal hier, ich sehe die gar nicht, ne? Ich übersehe die Dinger ganz gerne mal. Scheinbar. Ah, ein Juwel. Oder ein Juwel. Kann auch ein Juwel sein. Man weiß es nicht. Ach, meine Waffel ist kaputt. Beziehungsweise kurz davor. Glaube ich. Ich vergesse auch einfach mal zu reparieren immer, ne? Nicht wie ich muss da hin. Oh, geht schon weg. Stadtportal. Ich bin überladen. Lederrüstung. Alles da. Alles da. Alles. So, pass auf dann. Benutzen wir das Ding auch mal eben. Statt Portale bitte. Ab dafür. So. Seid gegrüßt. Grüß dich selbst. So, schon mal repariert das Gerät. Jetzt mal ein bisschen gucken, ob man das vielleicht nicht gebrauchen kann, weißt du? Für die Tante. Tante Line. So. So, hier haben wir unsere Amethysten und gedönst. Hm. Repariert haben wir auch, siehst du? Wir lernen dazu, wir lernen dazu. Ist natürlich äußerst wertvoll, dass man hier reparieren kann. Hätte ich mal öfter machen sollen.
Na gut, noch haben wir keine Schwierigkeiten bekommen dadurch, ne? Noch keine großartigen jedenfalls. Und deswegen ist es noch Zeit, um zu lernen. Wir haben noch Zeit zum Lernen. So, wir haben jetzt hier einen Durchgang. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon durch müssen oder ob wir, ob der Baum hier irgendwo ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich gar nicht mehr, ne? Das ist schon lange her. Diese magischen Steine sind uralt. Ja. Da haben wir Level Up, Level Up. Ich dachte, da wäre eine Truhe. Ich höre wieder erstmal auf die Truhe. Eisenhut. Ich bin überladen. Monolith. Ist hier noch was? Die große Axt, ne? Haben wir denn da irgendwie vielleicht ein bisschen Platz wenigstens? Wie viele Punkte wird die haben? So, haben wir nämlich eine große Axt. Haha. Neue Werte. Wir gehen nochmal ein bisschen in Vitalität. Erstmal. Stufe 12 brauchen wir. Welche Stufe haben wir eigentlich? Genau. Stufe 9, okay. Nufe 9 haben wir nämlich hier. Jawohl. Man kann den Sprung natürlich leveln. Das ist ja kein Ding. Aber wir können auch hier leveln. Das Schwert einfach mal noch hoch ein bisschen. Würde ich mal behaupten wollen. Und jetzt gucken wir mal weiter, oder? Haben wir jetzt irgendwie... Ja, wir waren gerade weg, ne? Wir waren gerade in der Stadt. So geht das nicht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ne, wir waren doch nicht in der Stadt. Ich wollte aber in die Stadt. Du Arsch. Du Arsch. Look. Wir suchen einen Baum. Wir suchen das Bäumle. Das wäre ein Träumle. Da ist ein Felsen. Ein Ring. Ist ja schön. Ist ja schön. Ach, das ist aber fein. So. Wenn wir schon mal hier unten sind, dann nehmen wir den Wegpunkt. Ich bin überladen. Ist auch nicht weiter tragisch. Haben wir irgendwas übersehen? Nee. Ich glaube, wir müssen tatsächlich da durch. So. Ab ins Lager. Guten Abend. Na, Bernd. Nicht identisch, nicht identisch. Ja, warte mal, so ein Schädel bräuchten wir. Den können wir schon mal wegschmeißen. Und den auch mal identifizieren. Das macht plus 1 Schaden. Machen wir hier, gehen wir rein. Der kommt weg. Gut. Ich hoffe, du kannst den tragen. Danke. Ja, kein Ding. Wir sind ein Team. Wir zwei. Immer. Nur meine Kohle kriegst du nicht. Das ist noch klar. Wir haben nur noch eine Identification. Das ist natürlich hart. Die sparen wir besser. Noch ein bisschen. Falls was Geiles kommt. Okay, das wissen wir auch erst, wenn es identifiziert ist, nicht? So. Also wir haben ja jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass das was bringt, wenn man mit der spricht oder so, ne? Man muss ja erstmal diese komische Schriftrolle finden, ne? Das bringt ja sonst alles erstmal nichts. Wenn wir jetzt da hingehen und sagen, ey, wir haben die Steine gefunden, ne? Das bringt's ja nicht, ne?
das machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht. Wir gehen einfach mal hier durch. Das wird ein ziemlich langer Weg, soweit ich weiß. Das noch so in Erinnerung habe. Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es hier so viele Wege. So viele Etagen, sag ich mal. Dass sogar noch irgendwann ein Wegpunkt kommt, ne? Auf irgendeiner Etage. Das heißt, wir brauchen jede Menge Schriftrollen und, tja. Nimm mal einen kleinen Trank hier. Da ist er, nee, aber nicht. Ich glaube, diese hier haben wir überhaupt keinen, ne? Ein Wiederbeleber hier. Öder. So. Gesundheit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und was ich bei dem Ding habe ich es gehasst, so, soweit ich weiß. Vielleicht vertue ich mich auch mit dem anderen Dungeon. Kann ja sein. Weil das ist ja automatisch, das ist ja quasi selbstgenerierend, ne? Also es sieht ja jedes Mal anders aus, wenn man hier reingeht. Ja, also nein, nicht jedes Mal, sondern also wenn ich hier jetzt durchlatsche und wenn ihr hier jetzt durchlatscht, könnte das ganz anders aussehen, als es bei mir jetzt aussieht. So meine ich, ne? Und das Ding ist, ich habe immer zufälligerweise, oder weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder ob das so gewollt ist, ich bin immer in irgendeine Richtung gelaufen und da war dann schon der Eingang oder zur nächsten Level. Und ich bin ja einer, der will erstmal das ganze Level aufdecken, ne? Das heißt, er muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen und wieder so hin und her und gedöns. Das ist das, was mich immer so genervt hat eigentlich. Aber da bin ich auch ein bisschen selber schuld, weil ich halt wirklich das immer so will, ne? Ich will das nicht so. Ich will das alles erstmal sehen. Erstmal alles aufmachen und gucken, ob man nicht vielleicht irgendwo was liegen lassen hat oder so. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ob es nicht noch eine Kiste irgendwo gibt, wo was Schönes drin ist, was man gebrauchen kann und so weiter. Ne? Das ist doch bestimmt noch einer. Da. Jetzt legt's aber los hier, du. Jetzt gibt's aber Gas. Jetzt ist aber richtig was los hier. Was haben wir denn da? Pfeile Gold. Ja, Gold. Ja. Du auch. Ciao. Gold, ja. Heiltrank, ja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das meiste von dem Scheiß. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wird ja eh verkauft. Ich kann nicht noch mehr. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Wir gehen ein bisschen weiter. Hier ist noch ein Amulett. Das Amulett kannst du nicht tragen. Da wollen wir nochmal reingucken, du. Da wollen wir nochmal rein. Haben wir schon eine. Ja, wir haben einen. Wir haben auch einen Ring gefunden. Den nehmen wir auch mal mit. Plus 16 Angriffswert. Das nehmen wir natürlich. Warum denn nicht? Nee, nicht wegschmeißen. Können wir das nämlich auch noch mitnehmen. So. Gold auch immer einpacken. Mann, braucht nicht. Boah, ist egal. Zack, gibt's
drauf dient. Oh, Identification. Sehr schön. Lass sie in Ruhe. Das ist meine Freundin, nie deine. Ich kann nicht noch mehr tragen. Erstickungsgas-Elixier. Ich glaube, das war teuer, ne? Aber gut. Man muss jetzt nicht hier aufs... so unbedingt darauf achten, ne? Auf Teurigkeit. Aber so ein Ring kann schon sehr nützlich sein, ne? Hallo? Triffst du den mal? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ein Jagdbogen. Aber den Ring, den Ring, den Ring! Oh mein Gott! Was schmeißen wir raus? Den Beschützer. Den nehmen wir mit. So. Dann gucken wir hier weiter. Identifikation, sehr gut. Ich kann nicht noch mehr tragen. Kieferknochenhut, aber ein ganz normaler, ne? Der hat ja mal gar nichts. Mana-Trank ist auch wohl interessant. Sagt er und sammelt ihn auf. Oh, die ist aufgestiegen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das war gut. Eine Kappe. Hat die schon ja den Hut. Ein Eisenhut hat die nämlich. Jawohl. Da ist der Durchgang. Zum Dunkelwald. Es ist dann doch nicht dieses Dungeon gewesen. Ich bin überladen. Wie kommt denn ihr her? Sag einmal. Ich bin überladen. Gold. Immer mitnehmen. Wir decken das Dungeon auf. Das, wie gesagt. Ne? Hier haben wir noch Sachen. Aber nicht so interessante Sachen. Irgendwie trifft er sich so schwer. Ich bin überladen. So schlecht. Irgendwie trifft er die nicht so gut. Schlüssel. Ja, moin, Ingo. Hier näher. Schalala, schalali. Näschen noch mal kurz krabbeln. So. Der Zinken juckt, weißt du? Dann weißt du, wie spät es ist. Ah, hier gibt es doch noch einen unterirdischen Durchgang. Okay. So, jetzt würde ich gerne mal die Map im Ganzen sehen. Geht das? Geht das nicht? Verdammt Scheiße, ich würde mal M drücken, aber das geht nicht. War das, gibt es eine andere Taste? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Das ist das Problem hier, ne? Ich hasse mich selbst dafür. Ich kann nicht noch mehr tragen. Manchmal, jedenfalls. Aber ich will es sehen. Hier ist nichts, aber da hinten ist noch was, siehst du? Oh, ist das ätzend, ey. Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Ich muss tun. Wo bist du denn hergelaufen? Sag mir mal. Habe ich irgendwas übersehen? Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Rupsi-bupsi. So, es ist ja so, dass sich das schon mal lohnt. Ne? Es kann sich lohnen. Es kann sich durchaus lohnen, solche Sachen zu machen. Aber manchmal auch nicht, muss man auch sagen. Aber im Endeffekt ist es immer gut. Es ist ja das Mindeste, was du verdienen kannst, ist Erfahrung. Ne? Und warum nicht? Die kann man auch gebrauchen, oder nicht? Je höher das Level, umso OP-er wird man doch. Guck, jetzt müssen wir ganz den Weg zurücklatschen. Weil hier noch so ein Fitzel offen zu ist, meine ich. Den wir jetzt offen machen wollen. Und noch ein Level durch, wisst ihr? Ich bin überladen. Der Ring war's, okay. Ich bin überladen. Scherbe. Scherbe. Tote Jäger, war doch da irgendwie. Da, hier. Truhe. Gold. Da ist irgendwas rausgefallen. Noch ein Ring. Ich werd bekloppt. Zeig mal her hier. Okay, die alte Mütze hier kann weg. Den Ring nehmen wir mit. Hier war noch ein Ring. Nehmen wir auch mit. Und Schärpe und so brauchen wir nicht. Ne? So. Dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Ich bin ja erstmal nach oben gegangen. Ne? In die obere Richtung. Jetzt geht es ja hier unten noch weiter. Gold immer schön mitnehmen, liebe Leute. Man kann das gut gebrauchen, ne? Oh, jetzt hier noch was? Oder war da, ist ja jetzt Ende. Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn das jetzt Ende wäre. Stadtportal, sehr schön. Stadtportal, hier ist ein Ende. Ich freue mich. Ich freue mich, Leute. Aber Durchgang. Gehen wir jetzt zum Durchgang oder gehen wir tiefer? Werden wir tiefer gehen oder werden wir nicht tiefer gehen? Das ist hier die große Frage. Ich weiß es noch nicht. Geht durch den unterirdischen Durchgang zum Dunkelwald. Genau, das könnten wir erstmal machen. Findet den Turm im Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Also dieses zweite Level ist dann quasi durchaus optional. Gehe ich mir von aus. Oder die nächsten 28 Level hier. Aber ich würde sie gerne machen. Ich würde sie machen. Das heißt gerne, aber ich würde sie machen. Ich würde sie machen wollen. Und ja, von daher machen wir das auch. Ganz klar. Da kenne ich nichts. Oder muss man K drücken? Für Karte? Nee. Jetzt weißt du nicht, was da oben ist, ne? Wie konnte man diese scheiß Map hier angucken, vernünftig? Ging das überhaupt? Gameplay? Uhranzeigen, ja, Chat und Chatgröße, bla bla, Modus, Kamerawechsel, Verfehlungsanzeige, sehr interessant. Machen wir mal an, mal gucken, was das ist, ne? Controller-Vibration, wir spielen ohne Controller. Autokartentransparenz, nein.
Benutzertransparenz. Autokarte automatisch öffnen. Geschlossen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Nach dem Schließen zentrieren. Gruppenmitglieder anzeigen. Offline-Schwierigkeitsskalierung. 1? Wie 1? Achso, einer. Okay. Übernehmen. So, was haben wir gemacht? Karte. Da geht's in den zweiten Dings und hier oben ist der Durchgang. Wir wollen in die zweite Runde gehen. Wir wollen eine neue Fertigkeit hier haben, beziehungsweise benötigt Stufe 6, aber man muss hier einen Punkt reinmachen, um da hinzukommen, ne? Genau, den wollen wir nämlich irgendwann mal, müssen wir den haben. Hier gehen wir mal jetzt gerade mal hier zwei hin. Energie, Mana brauchen wir halt nicht, ne? War halt doof. Ein bisschen Geschick. Kann ja auch nicht schaden. Meine Fresse, ne? So. Wir gehen weiter. Komm. Kannst du die Karte deuten, mein lieber Freund? Vielleicht kann man mal zwischendurch mal gucken, ob man hier irgendwas Schönes liegen lassen hat. Nee, haben wir nicht. Du stehst schon wieder goldrichtig, ne? Ingelohe. So, zweites Level. Wie spät haben wir? Oh, zweites Level machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.